Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu Blasphemous für die Switch. Und in der letzten Folge haben wir den dritten Boss besiegt, den wir brauchen, um über die Brücke zu kommen, beziehungsweise in die Kapelle da reinzukommen. Wenn wir jetzt unsere Karte angucken, haben wir natürlich einiges noch nicht entdeckt. Das wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, wir gehen jetzt und erforschen mal das Ganze, was noch so offen ist, wie das hier und das hier. Bevor wir die Brücke überqueren, wir sind jetzt gerade hier, das heißt, es macht ja Sinn, hier erstmal nach links zu gehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau, das ist, glaube ich, sinnig. Gucken wir mal, ob das klappt. Ob wir noch irgendwas Neues entdecken. Vielleicht haben wir auch ein paar Kugeln noch vergessen mitzunehmen. Das machen wir jetzt so. Berge der endlosen Dämmerung, yes. Bestimmt, hier haben wir noch nicht alles. Haben wir nicht alles erforscht, wahrscheinlich. Aber müssen wir auch gar nicht, denn wir killen die einfach alle komplett. Und hier unten ist auch noch was. Mit. Mittelknochen und Hutch ist dem Schmied. Okay. So. Oh. Gut. Noch weiter runter? Ich die sehen. Ich glaube, es geht nicht weiter runter, aber ich weiß es nicht. Gehen wir lieber hier längs. So. Na gut. Da unten piekt es auf jeden Fall ordentlich. Gehen wir weiter. Gehen wir schon mal runter, das ist mal gut. Also wenn man guckt, auf der Karte, dann sieht man ja, dass wir hier zwar alles erforscht haben, aber hier geht es ja auch noch weiter. Und hier runter geht es ja auch noch irgendwie. Das heißt, da müssen wir mal hin. Beziehungsweise hier auf jeden Fall geht es weiter. Warum sind wir da nicht weitergegangen? Na gut, gucken wir uns auch mal das an. Passt. Gut. Oh. Oh. Hat man so geschafft. Ah, so dumm von euch. Gar nicht. Oh. Guck mal, Spacken. Geht wieder zurück, um darüber zu jumpen. Hm. Oh. Aber naja, der ist auch gekillt worden. Nehmen wir jetzt. Oh, ist noch ein ordentliches Stückchen. Kann auch sein, dass es eine Sackgasse ist und dann sitzen wir da. Stimmt, hier hatten wir diesen einen Boss mal gehabt, den wir nicht besiegen konnten. Was war das hier? Ihr habt keine Figuren Opfer. Okay, hier können wir ein Opfer geben. Ja, aber nicht. Okay, wir hier, okay. Da kommen wir auf jeden Fall rüber. Das haben wir alles erledigt. Kurz warten, bis es kommt. Jetzt glaube ich, dass wir es genau. Oh. Habe ich nicht mehr gedacht. Gerade gucken.
Gut, die Hälfte haben wir geschafft. Dann müssen wir mal weiter. Hier gibt es nichts weiter, aber ist okay. Nicht so falsch. Befreit. Hier hoch. Okay. So. Genau. Da. Okay, da waren wir dann doch schon irgendwie. Aber noch nicht so weit gekommen dann, ne? Gucken wir mal hin. Genau, da geht's unten runter. Genau, das erforschen wir jetzt alles mal. Oh. Von oben. Wann ist noch so eine Kugel? Wie komme ich da denn hin? Hier links? Ah, okay. Okay, würden wir wahrscheinlich gar nicht hinkommen, wenn wir das Rote nicht hätten. Trockene Gewürznelle. Gut. Weiter. Aufheilen. Kommt. Ach, guck mal, ich darf speichern. Das ist ja schon mal gut. Speichern ist immer super. Wo sind wir jetzt hier? Oh, hier waren wir noch nicht. Können wir weitergehen? Bruderschaft der Sturmen Trauern. Hier waren wir doch schon. Gehen wir hier unten rein. Weil ich diesen Gebiet davon war noch nicht. Ach, guck mal hier. Das bringt uns gar nichts. Ich habe, glaube ich, keine Kohle genug, um das machen zu können. Oder nee, ich glaube, so viel Geld habe ich nicht mehr. Ja, 8000. 2700. Perfektioniert die Technik des Sturzangriffs durch Konzentration von mehr Kulpen Fallen. So eine Explosion im Auf. Ja, das machen wir nochmal. So. Es fehlt natürlich noch ein bisschen Kohle dafür, ne? Aber das kommt bestimmt noch. So. Gehen wir einen höher hier. Hier. Was ist hier? Ah, okay, wo kommen wir denn da hin? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Wo kommen wir denn da hin? Noch eine Abkürzung? Ne, ach nee, das ist nur ein drittes Ding. Okay. Gut, das ist gut zu wissen. Ja, noch ein. Perfekt. Perfekt. So, da geht's noch. Hier rein. Hier rein. Nee. Hier ist noch eine Tür. Oh, ein neuer Gegner. Mittelgroße Perle aus Blumen, aus blauem Wachs, aus Blumenwachs. Und wer ist das? Noten aus Rosenkranz geben? Ja. Die maximale Anzahl an Rosenkranzperlen wurde erhöht. Endlich! Perfekt! Okay, wie viel habe ich denn davon? Ich glaube, so viel habe ich nicht davon. 2 Stück vielleicht? Ja. Also das heißt, jetzt könnte ich doch theoretisch... Ah genau, meine Rosenkranze. 3 Fächer mehr, das ist natürlich gut. Dann können wir was packen wir da rein, mal gucken. Schutz gegen magische Angriffe. Kann man ausrüsten. Erhöht mäßig die Kraft des Trägers. Im Blick enthüllt die Lebensessenz von Feinden. Europäer und ihren Zweck, ihre unberührte Umwelt wurde niemals von gierigen Fingern. Bringt euch, ich pack's mal rein. Hat noch gar nichts. Der Dorfwohner, das Bruchstück schützt vor Stürzen und verkürzt die Erholungszeit. Machen wir mal rein, so. Super, das ist doch schon mal cool. Ja, dann ist ja unsere nächste Tat, jetzt über die Brücke zu kommen, mal. Wenn wir dann hier hoch. Okay.
Wenn wir denn hier irgendwas hinkriegen. Ach guck, jetzt ist eine Treppe. Okay. Bitter moments reunite us again, penitent one. An unsurmountable wall seemeth to interpose itself between our feet and our holy destinations. Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? Aber weiß ich auch nicht. So. Okay, wir sind hier. Wir müssen ja eigentlich jetzt... Wo müssen wir hin? Hier ist es, ne? Brücke der drei Kalvarien. Natürlich die Frage, ob wir einfach nur dahin beamen. Dann sparen wir uns den ganzen Weg. Oder? Das macht Sinn, ne? Das machen wir. Gut. Dann gehen wir in die Tor rein und beamen uns dahin. Das ist doch perfekt. Wo müssen wir uns hinbeamen? Wie heißt das da? Räume des Erbarmens. Gut, dann müssen wir jetzt nach oben uns kämpfen. Und dann können wir über die Brücke gehen. Sind wir hier geradeaus? Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt unbedingt sterben hier. Trotzdem würde ich, glaube ich, hier speichern. Wo wir noch hin? Nach rechts? Nein. Müssen denn da raus? Nach links. Hier rausgehen? Okay, warte mal. Ah. Gehen wir noch da. Hilft doch gar nicht mal ein bisschen. Durch, richtig? Ja, perfekt. Hier durch und dann einfach nach oben. Keine Lust, gegen die alle zu kämpfen nochmal. Glaubt ja auch nicht. Dann vielleicht kehrt die Richtung. Da hoch. Wir müssen ganz nach oben, ne? Da ist so, ganz nach oben? Ich glaube schon. Hier. Das ist natürlich dumm, diese ganzen langen Wege. Ich denke mal, wir werden ein Portal dahinter finden. Denke ich mal. Zu 1000% denke ich das. Ärgerlich jetzt noch drauf zu gehen, oder? Naja. Na komm. Spannend, was es gibt hinter der Brücke. Wie es weitergeht. Was für Bosse uns da erwarten. Ich bin gespannt. Ein bisschen stärker geworden. Wie man sieht, wenn man überlegt, wie wir die Gegner am Anfang noch platt machen mussten.
Jetzt hauen wir die einfach so Plankenwillen mit ein, zwei Schlägen weg. War schon ganz gut. Und wir treffen diesen einen Typen, diesen Glöckner da, den treffen wir bestimmt auch wieder. So, jetzt dürfen wir aber da rein. So viel muss sicher sein. Da ist er doch. Okay. Ah, Mist. Oh, dein Arsch. Oh, da muss man schnell weg sein. Oh. Okay. Oh, Mist. Oh, oh. Okay, jetzt mal. Der will es wissen. Oh, super gemacht, warte mal. Nein. Okay, dann kommt dann noch so ein Helfer zu Helfer. Ein Helfershelfer. Schlagen hat und dauert ein bisschen.
so nicht. Okay, nicht so leicht. Wir gucken mal. Den kann ich einmal stehen lassen, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Leben gleich. Oh, der trifft mich echt damit, ne? Oh nein. Nein! Oh. Nein, oh Mann, immer nicht zum falschen Zeitpunkt. Oh, ich stehen bleiben sollen. Scheiß für dich, ey. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein, komm nicht da rein. Doch dumm. Oh. Also, mal gucken, wir, wie ich den eigentlich. Ich muss ein bisschen. Ich darf nicht so gierig sein, ich muss ein bisschen weniger. Das ist eigentlich ganz gut, so das so zu machen. Hallo? Oh. Okay. Oh. Nein. Hm.
Oh. Na komm her, du. Oh, jetzt kommt da noch Heini noch, ne? Ah, oh, hab ich erwischt. Oh nein! Oh nein! Oh! Nein! Oh. Oh! Da haben wir ihn erwischt! Mit dem letzten Blitzschlag! Sehr gut! Oh, ganze Leben verbraucht, ne? Haben wir das ganze Leben verbraucht! Rikri Maternan! Taranto an meine Schwester. Jetzt mal weiter hier. Puha. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Naja. So, jetzt müsste es doch hier weitergehen, oder? Zack. Woo. Ja, das war schon ein etwas härterer Kampf. Aber wir haben es ja geschafft. I feel my blood turning into black sand. And my aged skin into reddish bark. Okay. Da gab es ordentlich Punkte, wie man sieht. Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay. Die Karte weg, ne? Nur den, okay. Gehen wir jetzt wieder hoch. Müssen wir wahrscheinlich irgendwo gleich irgendwo speichern können auch, ne? Was ist eigentlich, was wir bekommen haben da? Bittgebet an die Stürme, gesungen von bebenden Stimmen aus trockener Kehle, beschwört lodernde Strahlen, die Wolken durchstoßen und nahe fallen. Niederstrecken. Können wir mal ausprobieren? Sag mal. Ah, okay, auch nicht schlecht. Ja. Those you have removed from punishment were Perpetua and Esdras, foundling siblings who went on to be part of His Holiness God. It was said that Perpetua could speak to her brother even after death. For twisted are the paths of the miracle. Okay, wir speichern hier und beenden das Ganze für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir weiter Blasphemus erkunden. Bis dahin, tschüss.